Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game One, der Anmoderation. Heute bei uns Zeug. Ey, schreib mir noch Nils in die Mod rein. Wir ziehen noch was Lustiges an. Ey, mach die Tim jetzt, ihr Affen. Heute entkommen wir der Zombie-Apokalypse mal ganz oldschool in Organ Trail. Danach hauen wir uns mit den DC-Superhelden in Injustice Götter unter uns. Zunächst jedoch gibt's Fantasy-Strategie für den 3DS mit Fire Emblem Awakening. In Zeiten von Bombastgrafik und explosiver Inszenierung geht Fire Emblem Awakening einen anderen Weg. Liebenswerte Charaktere, Retro-Flair und rundbasierte Strategie. Knapp 20 Jahre hat die Serie mittlerweile auf dem Pixelbuckel und in der Zeit eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel bietet dem Otto-Normal-Gamer einen Casual-Modus, um ihn anzulocken. Und dann breche ihn im Hardcore-Modus, wo nicht mal eure Lieblingscharaktere vor dem endgültigen Permadeath sicher sind. Klingt interessant, fanden wir auch. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe One on One. Heute zu Gast der Videospieltod. Hallo. Hallo. Herr Tod, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind ja sicherlich sehr beschäftigt. Zeit ist gut. Warum habe ich wohl Zeit? Ja. Ja. Haben Sie mal Videospiel gespielt in letzter Zeit? Ja, schon. Und was ist passiert? Sind Sie mal gestorben? Ja. Und dann? Wieder. Wiederbelebt, genau. Was ist das für ein Scheiß? Das klaut mir doch den Arbeitsplatz. Ich meine, es ist doch der Tod für den Tod, dieses Riegesborne. Ist doch scheiße. Ja, das tut mir natürlich leid. Ja. Tut Ihnen leid. Aber ich glaube, ich habe da genau das Richtige für Sie. Ja, was denn? Na, Fire Emblem Awakening für den 3DS, wo sich der Tod seinen Schrecken bewahrt hat. Wenn ihr noch nie von Fire Emblem gehört habt, hier der Schnelldurchlauf. Euch erwartet rundenbasierte Fantasy-Strategie mit fast 25 Jahren Tradition. Bei uns ist's noch nicht so lange bekannt, weil Nintendo den Westen scheinbar lange Zeit für zu dumm für derlei Spiele hielt. Seit jeher der Clou der Serie, Permadeath. Das klingt cool und heißt auf Deutsch, was tot ist, bleibt auch tot. Oh, wie schön. Guck mal, dass es solche Spiele auch noch gibt. Ne, vorher war ich richtig sauer, da habe ich kurz überlegt, ob ich sie umbringen soll. Jetzt habe ich wieder gute Laune. Ja, das freut mich natürlich auch, aber um ganz ehrlich zu sein, da ist noch eine Sache. Wie, was für eine Sache denn? Ja, noch so ein anderer Modus. Was für ein anderer Modus? Um das naturgemäß etwas sperrige Strategiespiel für Neulinge attraktiver zu machen, hat Nintendo jetzt einen optionalen Casual-Modus eingebaut. Hier findet ihr gefallene Einheiten nach der Schlacht im Feldlager wieder. Das schont die Nerven, aber wir sagen trotzdem, stellt euch dem Permadeath. Denn nur so erlebt ihr die überraschend stark geschriebene Geschichte in ihrer ganzen emotionalen Stärke. Wenn euch in den über 25 Spielstunden ein liebgewonnener Kamerad wegstirbt, seid ihr wirklich traurig. Andererseits freut ihr euch, wenn ihr durch geschicktes Taktieren die ganze Truppe durchbringt. Nur wenige Spiele geben dem Tod einen solchen Impact und bieten euch diese emotionalen Höhen und Tiefen. So, sehen Sie? Der hat nämlich Ahnung. Ich nehme ja nicht einfach nur die Leben weg. Ich habe ja auch so viel zurückzugeben. Ja. Ja. So kann man es natürlich auch sehen. Kann man so sehen. Darf ich Ihnen das vielleicht, ich zeige Ihnen das gerade mal. Nee, ist okay, danke. Nee, komm. Nee, passt, danke. Sicher? Ja, danke. Ich glaube Ihnen das. Nee, ist okay. Über die besondere Rolle des Todes hinaus glänzt Fire Emblem mit alten Stärken. Motivierendes Spielprinzip, tolles Balancing, straighte Steuerung. Zusammen mit der feinen Präsentation kommt hier ein richtiges Strategieschwergewicht mit erstaunlichem Tiefgang. So unterstützen sich befreundete Einheiten nicht nur gegenseitig im Kampf, ihr könnt sie auch aktiv dazu animieren, dass sie sich näher kommen. I love you. And no matter what the future holds, I'm going to cherish every moment. Das geht so weit, dass sie heiraten und ein Kind zeugen, das praktischerweise die elterlichen Skills in sich vereint und dann wieder von euch rekrutiert werden kann. Verrückt! Wenn ihr euch also stundenlang in ein Spiel verbeißen wollt, dann ist Fire Emblem Awakening genau euer Ding. Was tun nach der Zombie-Apokalypse? Man sollte meinen, nach gefühlten 1000 Filmen, Serien, Comics und so weiter, ist diese Frage ausreichend beantwortet. Nämlich, was Langes, Schweres in die Hand nehmen und einfach drauf losprügeln. Doch was gehört neben der notwendigen Gewalt gegen Untote noch alles so zum Alltag erfolgreicher Postapokalyptiker? Das im Retrolog gehaltene Organ Trail versucht, der Ökonomie des Überlebens auf den Grund zu gehen. Das hast du sehr schön gesagt. Ökonomie ist nach gut.
Ach, was würde die Welt nur ohne Zombies machen? Der Untote an sich ist ja aus der Popkultur gar nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig wird der Mythos reanimiert und Legionen von Zombies fallen über sämtliche Medien her. Uns Menschen fasziniert daran vermutlich die Gretchenfrage jeder echten Apokalypse. Würden wir überleben? Mehrere mögliche Antworten liefert Oregon Trail, eine im Retro 8-Bit-Look gehaltene Parodie des Spieleklassikers Oregon Trail aus den 80er Jahren. In beiden Spielen befindet ihr euch auf dem Weg von Ost nach West mit einer Karre voller Kumpels und der Gefahr im Nacken. Das Original Oregon Trail ist ein kluges, kleines Spiel über die Pioniere des 19. Jahrhunderts, die bei der Besiedlung des Westens mit Krankheiten und Katastrophen zu kämpfen hatten. Reiseplanung, Ressourcenmanagement und Reflexe waren nötig, um heil am Ziel anzukommen. Nicht wenige nahmen lieber eine Abkürzung. Oh Gott, I am exhausted. Einen Zeitsprung in die Gegenwart und eine Zombie-Apokalypse später dreht sich auch bei Oregon Trail alles um Leben und Tod. Ihr seid hier vor allem eines, auf der Flucht. An der Westküste sucht ihr ein legendäres, von Untoten unberührtes Stück Stadt, das Schutz vor den hirnlosen Horden bieten soll. But no brains, no brains for you. Brains, brains, brains! Wenn ihr nicht gerade über die Straße flüchtet, versteckt ihr euch in Städten. Hier füllt ihr die Vorräte wieder auf, pennt eine Runde, heilt verwundete Kameraden, feilscht um Benzin und kauft lebenswichtige Ersatzteile für eure Karre. Das dafür notwendige Geld bekommt ihr durch Aufträge oder Raubzüge in der zombifizierten Umgebung. Dabei geht euch ordentlich die Pumpe, denn zwischen Nachladen und Zielen habt ihr nur wenig Zeit für Fehlschüsse. Ist eure Muni alle, habt ihr verkackt, denn Nahkampf gibt es nicht. Oregon Trail macht aus euch einen Überlebensprofi, der in dunklen Zeiten harte Entscheidungen treffen muss. Nee, ist nichts, es ist nur ein Frosch im Hals. Klein, ganz kleiner Frosch im Hals, wir können ruhig weiter. Wer es spielt, ist anderen in der Apokalypse einen Schritt voraus und aufs Schlimmste vorbereitet. Denn am Ende zählt nur eins, man selbst. Oh, tut mir leid, Liebe. Ja, passt schon. Dafür gibt's ja jetzt in Injustice ein bisschen was mit Superhelden. Ich bin Batman! Batman. Yes! Yes! Batman! Willkommen zu Injustice, dem neuen Klopper der NetherRealm Studios, die man vor allem durch ein bestimmtes Beat'em-up-Reboot kennt. Injustice ist natürlich auch ein Prügelspiel und spätestens seit Street Fighter 4 darf man die ja wieder gut finden. Ich meine, an sich ist Prügeln natürlich nicht okay. Es sei denn, es sieht so super cool aus! Da es sich bei Injustice um ein Beat'em-up mit DC-Helden handelt, für alle Nicht-Nerds, DC ist das Gegenstück zu Marvel und deshalb gibt's mit Robin auch nur einen coolen Superhelden, stellt sich die Frage, wer es überhaupt ins Line-Up geschafft hat. Neben dem erwähnten Robin gibt's natürlich seinen peinlichen Sidekick Batman, den Go-To-Guy Superman, Flash und Wonder Woman sind dabei, Green Lantern, Joker und Aquaman! Ja, ihr habt richtig gehört, Aquaman, den bescheuertsten Superhelden aller Zeiten. Seine Superpower ist Ultimate Lameness. Er kann unter Wasser atmen und mit Fischen sprechen. Damit ist er auf einem Superheldenniveau mit SpongeBob. It's very limiting to be Aquaman. There's not a lot of underwater crime. And so our there just isn't, right? They robbed a bank underwater! No. Sorry, wir sind abgedriftet. Wo waren wir? Ach ja, handeln wir kurz die Story ab. Der Joker hat Superman reingelegt und durch einen Trick dazu gebracht, Lois Lane und sein ungeborenes Baby umzubringen. Deshalb ist Superman ziemlich angepisst und ruft eine neue Weltregierung unter seiner Führung aus. Das Ganze findet in einer Paralleldimension statt, wo Batman die Rebellion gegen Kal-El Jun-Il anführt. So richtig weiß aber auch im Spiel keiner, was abgeht. Zeitliche Verschiebung, alternative Erde? Beides möglich. Wir könnten in eine andere Dimension gesprungen sein. Oder Ereignisse auf unserer Zeitlinie wurden verändert und wir sind in einer neuen, anderen Gegenwart. Wir müssen rausfinden, was stimmt. Nee, müssen wir nicht, denn ehrlich gesagt ist das auch scheißegal. Schließlich war es doch eh nur eine Frage der Zeit, bis Batman und Superman mal aneinander geraten. Thank you.
Hey, Batman, ne? So ein Arschloch. Was kann der überhaupt? Der hat gar nichts. Der hat nicht mal Superkräfte. Papa selber auf den Kopf hauen, das kann er. Ja, Mann. Ich hab gehört, der hat ziemlich gefährliche Gadgets. Halt die Fresse, Aqua. Lass mich dir was sagen, Superboy. Wenn du im Kampf irgendeinen Scheiß versuchst und mit deinen Laseraugen ankommst, reiß ich dir den Kopf ab und steck ihn dir so tief in den Arsch, bis es Klick macht. Was soll das überhaupt heißen? Wie kann mein Kopf Klick machen? Ich glaube, er meint das nur metaphorisch. Fresse, Aqua! Da hat Superman aber schon einen Punkt. Wieso kann es Batman, der ja nachweislich keine Superkräfte hat, mit Superman aufnehmen? Auch dafür gibt es im Spiel eine Erklärung. Kryptonische Nanotechnologie verbessert die Stärke der Knochen und des Gewebes um mehrere tausend Prozent. Na klar, die Anti-Superman-Pille wird schon reißen. Ist schließlich kryptonische Nanoenergie. Kommen wir nun wieder zu dem, weshalb ihr alle hier seid. Super awesome, krasse Ultrakämpfe, oder was? Okay, spielerisch ist Injustice nicht übermäßig komplex und richtet sich eher an Beat'em-up-Einsteiger, die keinen Bock auf komplizierte Befehlseingaben haben. Kann man mögen oder nicht, aber die Inszenierung ist unbestreitbar geil. Genau so muss es aussehen, wenn sich Superhelden auf die Fresse hauen. Die Fights an sich sehen ja schon fesch aus, aber es sind wirklich die individuellen Supermoves, die alles in den Schatten stellen. Ich meine, wie oft sieht man schon, dass jemand von zwei Meteoriten zusammengefaltet wird? Oder gebt euch den hier. Das ist Doomsday und der haut hier mal eben Shazam durch die Erdkugel und wieder zurück. Jetzt mal ernsthaft. Schaut euch das bitte nochmal an. Durch die Erde und wieder zurück. Aber es sind nicht nur die spektakulären Ultra-Moves. Die Kämpfe an sich haben auch einen geilen Flow. Man kann seine Gegner durch die Stage-Begrenzung prügeln oder Objekte aus dem Hintergrund zu Hilfe nehmen. Ich halte mal kurz die Klappe und lass hier Green Lantern und Solomon Grundy gegeneinander antreten. Das macht doch Lust auf mehr, oder? Natürlich gibt's neben Story- und Versus-Mode noch anderen Kram, der euch bei Laune hält. Wie Sondermissionen für jeden Charakter und vieles mehr. Kommen wir zum Fazit. Injustice macht richtig Laune. Allerdings hat man sich irgendwann an den spektakulären Moves satt gesehen und dann geht auch ein wenig die Motivation flöten. Bis dahin macht Injustice aber ordentlich Spaß. Und mal ehrlich, ein Spiel, in dem man eine Atombombe auf den Gegner wirft und danach geht der Kampf noch weiter. Kann das wirklich schlecht sein? Das ist jetzt nicht so einfach, aber wir haben gerade mit der Sendung gesprochen und die würde gerne mal mehr so ein bisschen für sich sein wieder. Ich glaube, die muss sich jetzt einfach auch mal um sich selbst kümmern. Mal gucken, was da draußen noch so ist. Vielleicht den einen oder anderen neuen Zuschauer mal kennenlernen. Natürlich wissen wir alle, ihr könnt sie weiter über gamemon.de täglich erreichen, aber im Ernst, wenn ihr das jetzt jeden Tag macht, lasst sie lieber mal in Ruhe. Die hat ganz andere Sachen im Kopf, die kann das jetzt echt nicht gebrauchen. Ich glaube, es wäre jetzt auch besser, wenn ihr geht, weil also für sie ist es auch nicht leicht. Ja? Wieder schauen, hm? Eingang. Ah.